meine Freunde, was geht ab? Esso ist wieder da. Heute ist Bossa dran mit seiner Performance Extreme Challenge. Letztes Mal war Batman's Jay dran und sie hat absolut gekillt. Ich sag euch ehrlich, als sie da so hatte ich kurz gedacht, die wird auf jeden Fall aufgeben. Aber dann, sobald die Musik an war, hat sie absolut rasiert. Rapper, das ist mein Arsch, ja. Ich kenn nicht mal ihren Namen, ja. Ich hoffe, Bossa wird auch nachlegen. Leider haben wir eine kleine Unwetterwarnung bekommen. Heißt, es könnte hier ungemütlich werden. Schauen wir mal, ob er sich dennoch der Challenge stellt und uns zeigt, dass er unter jeder Lebenslage, in jeder Bedingung absolut krass performen kann. Genauso wie beim Rapwood Sound Clash am 19.05. in Dortmund in der Westfalenhalle. Mein Name ist Esso und lasst uns jetzt wieder nicht lange quatschen. Lasst uns runtergehen, die beiden abholen und gucken, was so passiert. Peace. Boah, mein Männers. Alles gut? Mein Bester. Gut geschlafen? Natürlich. Perfekt, das freut mich. Bist du bereit für heute? Na klar, ja. Ich war schon da oben, Bruder. War das hier gesehen? Yeti? Vielleicht was Ähnliches. War auf jeden Fall sehr, sehr kalt. Ich hoffe, du bist warm angezogen. Aber du wirst jetzt auch hochgehen. Warum denn ich? Warum sind wir denn hier, Bruder? Um dich vorzubereiten auf den Red Bull Song Clash. Was soll ich da machen? Kopf bewahren. Ja. Und da oben guckst du dir erstmal alles an. Aha. Und dann gucken wir weiter. Das war schon wieder gefährlich. Ich hab schon das sagt, aber heute doch. Hä? Hast du was im Kopf? Könnte sein, dass ich mich in so einen Wok setzen muss mit 300 km/h da runter. Also schauen wir mal, was heute passiert. Lass uns abchecken. Ja, ja, okay. Wir gehen jetzt in der Jondel. Jondel! Du wirst sowieso, ich hab Höhenangst, Alter. Hast du? Ja, Todes. Schlimm, oder was? Richtig so. Boah, hier steht halt Teufelsberg und sowas, Alter. Boah, Leute, Mann, das ist die Challenge, oder was? Ja, wenn du oben ankommst, bestanden, Bruder. Wirklich? Ist das euer Ernst, Alter? Ja, ja. Digga, was ist das hier, Mann? Man sieht doch nichts. Oh, Mann, Digga, ey, Leute, Mann, Digga. Ist es der Teufelsberg? Es ist teuflisch kalt da oben, jedenfalls. Perfekt. Ja, der hat er mir hingeworfen. Ne? Ich war jetzt rauf auf 3000 Meter knapp. Und die Frage ist, freust du dich? Ich würde mich freuen, wenn ich hier mit Schiffchen mal so eine Bergtour mache. Ich glaube, oben ankommen sieht das schon ein bisschen anders aus. So, wir kommen auf 3000 Meter. Knacken Sie die Ohren wegen dem Druck. Diese Balenciaga-Schuhe haben Druck mit. Aber die sehen aus, als hätten die Griff. Ja, die sehen nur aus. Ich werde so auf die Fresse fliegen. Wir sind da. Was sagst du jetzt? Ah! Ist doch schön hier oben. Ja. Wir haben jetzt nicht so viel Aussicht, aber die Kälte, das ist zu spüren. Ja. Und wir werden jetzt gleich auf eine Brücke gehen. Und auf der Brücke werden wir beide performen. Wir performen unseren Song Woher? Damit wir auch in der schwierigsten Situation immer am Start sind. Yes. Als Rapper. Wir können die Texte, wir können performen, wir können das in jeder Situation. Auch auf einer Hängebrücke auf 3000 Meter Höhe. Kein Ding. Du weißt Bescheid, Bruder. Ich gehöre hier nicht her. Aber jetzt muss es losgehen, Meister. Also. Seid ihr alle bereit? Ihr auch. Kackt euch nicht ein. Wir gehen nur auf so eine scheiß Hängebrücke, Mann. 3000 Meter, das ist doch nix, Mann. Die Frage ist, freust du dich? Ich würde mich freuen. Kühlen Kopf bewahren? Ich glaube, oben ankommen sieht das schon ein bisschen anders aus. Diese Balenciaga-Schuhe haben nur Grip. Okay. Oh, Digga, ey. Mann, Alter, das ist jetzt schon verfickt hoch, Mann. Ich hasse euch alle. Das ist nicht so schlimm, Meister. Let's go, Bossa. Ich gehöre hier nicht her. Immer wenn jemand was sagt, versteh ich, du gehörst hier nicht her. Schule war schwer, ich hab da nur gelernt, ich gehör hier nicht her. Sie scheißen auf mich, denn einer wie ich gehört hier nicht her. Aber wo soll ich hin? Yeah. Ich weiß, wo ich bin, aber wo ist mein Platz? Wo bin ich zu Hause, Bruder? Wo ist mein Dach? Wo ist mein Ast? Wo ist mein Nest? Opa hat gesagt, das Leben ist ein Test. Aber warum bin ich anders als die anderen? Warum kann ich mit der Außenwelt nichts anfangen? Ich versuche, was ich kann, halt mein Wort wie ein Mann. Mit dem Rücken an der Wand, pass mich an, doch ich finde keinen Anklang. Ich bin wie du, rotes Blut in den Venen, doch ein blaues Auge tut mir nicht weh. Sie sagen, wenn ich keiner mag, bist du das Problem. Ist schon gut, ich verstehe. Ich gehöre hier nicht her. Immer wenn jemand was sagt, verstehe ich, du gehörst hier nicht her. Schule war schwer, ich hab da nur gelernt, ich gehöre hier nicht her. Sie scheißen auf mich, denn einer wie ich gehört hier nicht her. Aber wo soll ich hin? Yeah. Ich gehöre hier nicht her. Immer wenn jemand was sagt, verstehe ich, du gehörst hier nicht her. Schule war schwer, ich hab da nur gelernt, du gehörst hier nicht her.
Sie scheißen auf mich, denn einer wie ich gehört hier nicht her. Aber wo soll ich hin? Her, wo komm ich her? Papa, woher? Papa, woher? Wo komm ich her? Ich baue der Familie ein Schiff, aber sitze ganz alleine auf dem Floß. Von draußen zum Ufer zurück, komm ich ins Gefängnis oder geh ich über los? Ich blätter wieder durch meinen Pass, mitten in der Nacht und ich fass mir ans Herz. Denn mein Vater spricht gebrochenes Deutsch, ihn zu verstehen fällt den Nachbarn zu schwer. Wenn sie sagen, ich gehöre nicht hierher, wieso steht an der Klingel dann mein Name? Jeder zeigt mit dem Finger nur auf mich, deshalb braucht ihr euch nicht wundern, wenn ich sage, ich gehöre hier nicht her. Immer wenn jemand was sagt, versteh ich, du gehörst hier nicht her. Schule war schwer, ich hab da nur gelernt, du gehörst hier nicht her. Sie scheißen auf mich, denn einer wie ich gehört hier nicht her. Aber wo soll ich hin? Her, wo komm ich her? Mama, woher? Papa, woher? Wo komm ich her? Wo komm ich her? Mama, woher? Papa, woher? Immer wenn jemand was sagt, versteh ich, du gehörst hier nicht her. Schule war schwer, ich hab da nur gelernt, ich gehör hier nicht her. Sie scheißen auf mich, denn einer wie ich gehört hier nicht her. Aber wo soll ich hin? Stark, Männers! War eine super Sache! Alter, meine Nase ist weg. Ja. Auch. Machen wir wieder meine Penning. Nase! Meister, sieht ein bisschen rot aus. Kein Spaß mehr. Alter, die Nase ist weg. Kein Spaß mehr, weg hier. Aber durchgezogen, scheiß drauf. Dieser Wind war ja wirklich kein Spaß mehr. Das hat eine 50, 60 km oder sowas, gell? Mehr sogar vielleicht. Ich hab richtig gemerkt, wie meine Barthaare einfrieren. Aber geile Erfahrung, Alter. Dankeschön. Okay. Wie war die Erfahrung? War schon heftig, sag ich dir ganz ehrlich, auf so einer Brücke rumschwingen, da bei Eiseskälte und ich habe nichts gesehen und so. Es war schon heftig. Das sind alles Sachen, die ich nicht mag, aber du hast drauf eingelassen. Ja, darum geht's am Ende des Tages. Gerade bei Red Bull. Und jetzt gerade fühle ich mich wirklich sehr mutig. Es war eine Überwindung, jetzt hat man es gemacht und ich würde es jetzt nicht wieder machen. Bist du zufrieden mit der Leistung am Wasser? Sehr zufrieden, ja, sehr zufrieden. Von 10? Von 10? 10? 10 von 10? Oh, 10 von 10. Das hat er sehr gut gemacht. Und das ist natürlich genau das, was wir wollten. Wir wollten ja auch Red Bull Song Clash vorbereiten. Auf Performance in jeder Situation, in jeder Lebenslage performen können. Und deswegen, ich habe es noch nie so kalt erlebt wie da jetzt gerade. Ja, ich schwöre, das war noch nie erlebt, aber ich sag, die Performance sitzt 1A. Ja. Wenn ich gesehen hätte, dass unter mir 3000 Meter ist, dann hätte ich mir, glaube ich, noch mehr in die Hose geschissen. Während wir performen, gucke ich auch immer so ein bisschen, wie wir performen. Ich sehe mich selber auch von außen, ich sehe ihn von außen. Ich kann das von außen so ein bisschen betrachten. Und man wird uns nicht angemerkt haben, wie kalt das eigentlich ist. Ja. Danke, dass du das gemacht hast, dass du hier dabei bist, dass du auch noch mit uns auf der Brücke rumtanzt, Großer. Danke dir, Alter. Ja, ich hab miese zu. Ich hab's gesehen, du wolltest doch. Ja, ja, ja. Oder? Ich hab's schon gesagt, du musst immer fresh bleiben, weißt du? Unter dem ganzen Zeug habe ich mieseste Skikleidung, von daher. So, meine Freunde, es war wirklich eine Performance-Extreme, die Bosa da abgelegt hat. Keine Ahnung, was die Sido dabei gedacht hat. Aber genau darum geht es ja beim Red Bull Sound Clash, um einzigartige, grenzenüberschreitende Performances. Und wenn ihr dieses Spektakel nicht verpassen wollt, checkt auf jeden Fall die Tickets in der Infobox ab. Am 19.05. in der Westfalenhalle in Dortmund. Das dürft ihr nicht verpassen. Also, let's go. Attacke. Und wenn ihr da unten seid, lasst direkt ein Like da, kommentiert, teilt dies, das, Ananas. Schreibt uns gerne auch in die Kommentare, was ihr jetzt nächstes tun wollt. Ich küsse euer Herz. Das war's von mir. Mein Name ist S.O. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder, wenn es heißt Red Bull Sound Clash Bootcamp Challenges. Und das ist eine ganz spezielle Folge, denn da werden die Teams zum ersten Mal direkt aufeinandertreffen. Scheiße, Alter. Rück auf Gas! Es gibt also einen richtigen Clash und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie im Team funktionieren. Verpasst es auf keinen Fall, abonniert, aktiviert die Glocke. Wir sehen uns.